Lottopokal Hamburg, erste Runde oder auch erster gegen letzter der vergangenen Oberligasaison. Die Gastgeber aus Maindorf mussten danach in die Landesliga runter. Die Startruppe Dassendorf um Martin Harnik entschied sich gegen einen Aufstieg. Jetzt also im Pokal dann das erneute Aufeinandertreffen. Dieses Mal allerdings ohne Harnik, Majo, Lahm und Alschwede. Dafür mit den Neuzugängen Brown, Feldpausch und Kalk. Dassendorf begann mit Druck nach vorne. Neuzugang Brown aus dem Halbfeld. Peak fein auf Christoph Kurczynski. 1:0, dritte Spielminute. Und das nenne ich mal einen offensiven Start in das Spiel. Frimpong fliegt am Ball vorbei, aber Kurczynski erwischt ihn satt und köpft den Ball ab in die Ecke. Doch Maindorf ließ sich nicht entmutigen. Schöne Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte, aber dann, ja, ein Stückchen zu weit drüber. Jetzt wieder die Gäste im Ballbesitz. Wieder über rechts und Jordan Brown. Ball aber erstmal beim Gegner. Dassendorf wechselt sofort ins hohe Pressing. Ballverlust Maindorf. Der Ball in die Spitze, die Abwehr zu zaghaft und zu langsam. Und dann ist es Len Eike-Strömer. 2:0 für Dassendorf, 11. Spielminute. Der Verteidiger ist zwar an Strömer dran, kann aber nicht klären. Und schon rumst es hier zum zweiten Mal. Offensiv fand jetzt nur noch Dassendorf statt. Und die Gastgeber, ja, man kann es nicht anders sagen, ließen alles mit sich machen. Hier alle Verteidiger auf einem Haufen. Brown rechts komplett offen. Kurczynski Nummer 2. 3:0 aus Sicht der Gäste in der 17. Spielminute. Auch hier defensiv wieder viel zu passiv und dann klingelt's halt. Brown Doppelpass mit Strömer. Der kombiniert sich durch die Abwehr durch. Feldpausch hält aus 25 Metern einfach mal drauf. Und Omari rutscht der Ball durch die Finger. 0:4, 25. Spielminute. So langsam wurde es bitter für die Gastgeber. Hier nochmal zu sehen. Feldpausch, der Neuzugang von Dassendorf 2. Omari unglücklich und Tor. Wieder über Jordan Brown. Zurück zu Strömer, der wieder rechts raus auf Brown, völlig unbedrängt, langer Ball in die Spitze und dann ist es Omari mit der Rettungstat. Wie wenig Zugriff die Maindorfer auf das Spiel hatten, zeigt sich in dieser Szene. Keine gute Ecke, Carolus kommt nicht dran. Keiner attackiert hier den ballführenden Spieler ernsthaft. Mulak unbedrängt zum Kopfball. 0:5, 33. Spielminute. Eine absolute Demontage der Gastgeber. Anstoß für Maindorf. Die versuchen jetzt erstmal den Ball hinten rum zu spielen, langsam zu eröffnen und generell mal ein bisschen Ruhe in ihr Spiel zu bekommen. Dass das allerdings nicht die beste Idee sein dürfte, haben uns die letzten Minuten gezeigt. Schlecht gestoppter Ball, Strömer rechts raus auf Brown. Der schickt den Ball ins Zentrum und da steht schon wieder Christoph Kurczynski. 0:6, nur eine Minute nach dem 0:5 und Kurczynski mit dem dritten Tor in dieser Partie. Absoluter Wahnsinn. Hier sehen wir es, fehlende Kommunikation in der Abwehr. Kurczynski völlig blank und Omari kann den Ball wieder nur hinterher schauen. Wenn ihr noch mehr Hamburger Fußball von Regionalliga bis Kreisliga, Jugend, Frauen und Pokalkracher sehen wollt, abonniert einfach KickTV, aktiviert die Glocke für Abo-Updates und lasst uns gerne auch bei diesem Video einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt.
Die zweite Halbzeit begann, wie die erste geendet hatte. Langer Ball nach vorne, die Defensive agiert viel zu passiv. Sven Möller läuft alleine auf Omari zu und versenkt eiskalt 0:7, 48. Spielminute, quasi direkt nach Wiederanpfiff. Das nächste Tor. Immer wieder ist es die TuS, immer wieder ist es Christoph Korczynski. Tor Nummer 4, 8:0 aus Sicht der Gäste. Zwei Dassendorfer, Mutterseelen allein vor dem Tor. Hätte Korczynski den Ball nicht erwischt, wäre Möller da gewesen und hätte das Tor gemacht. Wieder ein langer Ball auf Korczynski. Dieses Mal passt die Abwehr auf, wenn auch mit unerlaubten Mitteln. Maloro zieht ihm das Bein weg. Strafstoß für die Gäste. Sven Möller tritt an, verlädt den Keeper und netzt ein zum 0:9 in der 59. Spielminute. Jetzt wieder die Gäste über die rechte Seite. Scharfer Pass ins Zentrum. Korczynski wohl noch mit dem Kopf dran. 0:10, 62. Spielminute. Jetzt sind wir hier zweistellig. Hier nochmal zu sehen. Der Ball ins Zentrum und Korczynski berührt ihn noch mit dem Kopf. Wieder ein unnötiger Ballverlust. Der Gastgeber China räumt lieber das Feld auf, anstatt bei seinem Mann zu sein. Kommt zu spät. Korczynski steht komplett blank vorne drin. Omari kommt zu spät raus. 11:0 für Dassendorf. Tor Nummer 6 für den Mann des Tages, Christoph Korczynski. Jetzt ein Pass auf Strömer, fast von der Eckfahne. Alle drei Verteidiger gehen nicht auf den Ball und Strömer zieht von der Strafraumkante ab. 0:12 in der 72. Spielminute. Die Jungs aus Meindorf dürften sich jetzt so langsam doch den Abpfiff herbeigesehnt haben. Ganz im Gegensatz zu den Gästen, die hatten nämlich immer noch Bock. Spielten weiterhin deutlich offensiv nach vorne. Der Pass auf Strömer, der versucht mal den Seitfallzieher. Omari lenkt den Ball aber an die Latte und Bekim Karolus verzieht nach links. Hier nochmal zu sehen, der Seitfallzieher von Strömer. Abstoß vom Tor, Ballverlust, wieder kein Verteidiger aktiv im Spiel. Feldpausch zieht ab, 13:0, Dassendorf übermacht. Und dann war es endlich soweit. Der Referee hatte Erbarmen und ließ den Schlusspfiff ertönen. Sechsmal Korczynski, zweimal Strömer, zweimal Feldpausch, zweimal Möller und Mulak. 13:0, der Endstand. Und ich glaube, für mich als junger Spieler ist es sowieso ganz besonders, jetzt im ersten Pflichtspiel der Saison Startelf-Einsatz zu haben. Ich komme aus der zweiten hoch, da ist es natürlich immer auch noch mal ein bisschen schwieriger. Ist natürlich auch ein Sprung von der Kreisliga in die Oberliga. Von daher bin ich mit meiner Leistung sehr zufrieden. Ich denke, natürlich kann man immer noch mal ein paar Stellschrauben drehen. Ich denke, das können wir als Mannschaft insgesamt auch. Natürlich ist es ein 13:0, da kann man sich nicht großartig beschweren. Aber es gibt ja immer noch mal ein paar Stellschrauben, die man drehen sollte und drehen müsste, sodass wir in der Saison auch optimal in die Saison starten. Also ich werde motiviert auf jeden Fall von meinen Jungs. Und klar passiert es mal, dass der Ball mal durch den Fingern flutscht. Das ist ganz normal, dass jedem Torwart mal passiert, auch den größten.
Und ja, nur wie man halt daraufhin reagiert, also wie man da weitermacht, das zählt. Und dass man seinen Kopf nicht kaputt macht und einfach konstant, konzentriert weiterspielt, wie man auch sieht. Ich habe meinen Kopf nicht kaputt gemacht, einmal weitergespielt, immer motiviert, nach dem Gegentor, Kopf hoch, positiv bleiben, ja. Natürlich haben wir erstmal auf die Ligen geguckt, Oberliga, Landesliga, da denkt man ja eigentlich, dass es nicht so ein qualitativ großer Unterschied ist. Wir haben im Vorfeld natürlich auch gehört, dass Meindorf ein paar Schwierigkeiten hat. Das hat man ja auch, glaube ich, aus der letzten Oberligasaison gehört, dass es durchaus Schwierigkeiten hier gab. Aber nein, natürlich dachten wir nicht, dass es so war, wie es im Endeffekt jetzt war. Von daher sind wir da mit vollem Einsatz reingegangen und ich denke, wir haben auch die Leistung soweit abgerufen. Es war schon von vornherein klar, dass der Favorit Dassendorf ist. Und ja, wir haben einfach unser Bestes gegeben. Gut, also der erste war jetzt, ich sag mal, ein Tor der Kategorie, kann man mal so machen, ist ein bisschen reingerutscht. Der zweite war dann super. Also den hat Len super zu mir rausgelegt. Dann habe ich mit meinem linken Zauberfüßchen den da mal in das Eck da gedreht. Von daher bin ich damit sehr zufrieden. Erste glücklich, aber muss auch mal reingehen. Für Meindorf heißt es jetzt vergessen und Konzentration auf die Landesliga.